Ja, in diesem Video geht es darum zu beweisen, warum die Multiplikation zweier komplexer Zahlen nach dieser Formel ausgeführt wird. Also warum diese Formel so ist, wie sie ist. Gut, dazu fragen wir uns verschiedene Dinge. Und zwar, welche Forderungen werden an diese Formel gestellt? Da ist zuerst mal die Forderung nach der Permanenz. Ja? Stichwort Permanenzprinzip. Wir wollen also, dass man mit dieser Formel nicht nur komplexe Zahlen multiplizieren kann, sondern auch die alten reellen Zahlen. Ne? Also die Multiplikation zweier reeller Zahlen, zum Beispiel 3 mal 4, soll weiterhin 12 ergeben und nicht etwa minus 20.000. Ja? Ja, 3 mal 4 gleich 12. Nehmen wir, wie schreiben wir das in Form von komplexen Zahlen? Die 3 schreiben wir als 3 0, weil 3 0 heißt, der Imaginärteil ist 0 und die Zahl hat nur einen Realteil. Ja, genauso die 4. Die 4 schreiben wir als 4 0, als eine komplexe Zahl, bei der der Imaginärteil fehlt. Ja, und was ist das Ergebnis? Das ist die Zahl 12. Und ja, wie schreibt man 12? Ja, wieder genauso. 12 als 12 0, also als eine komplexe Zahl mit dem Realteil 12 und ohne Imaginärteil. Gut, das nehmen wir mal weg, das stört jetzt. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wir verallgemeinern das jetzt mal. Wir nehmen also eine komplexe Zahl AB, bei der der Imaginärteil fehlt. Da mache ich mal 0 hin. Und multiplizieren diese komplexe Zahl mit einer komplexen Zahl CD, bei der auch wieder der Imaginärteil fehlt, also auch wieder 0. Ja, und was kommt da raus? Also erstmal können wir sagen, der Imaginärteil, der ist 0. Weil wenn man zwei reelle Zahlen multipliziert, kommt der Imaginärteil 0 raus. Also machen wir hier schon mal eine 0 hin. Ja, wie ist der Realteil zustande gekommen? Der ist zustande gekommen, indem wir die Realteile multipliziert haben. Also a und c. Ja, also schreiben wir hin ac. Das Ergebnis wird also sein, die komplexe Zahl mit dem Realteil ac und dem Imaginärteil 0. Gut, jetzt brauche ich ein bisschen Platz und deshalb schreibe ich das alles nochmal ein bisschen höher hin. Also ich habe gesagt, AB mal CD muss geben AC 0. Gut, dann kann ich das hier wegwischen. Und ich schreibe nochmal drunter, die Imaginärteile waren beide gleich 0. Kommen wir jetzt zum nächsten Fall. Und zwar soll ja auch weiterhin gelten, sollen die Rechengesetze gelten für die Multiplikation zweier imaginärer Zahlen. Ne? Also nehmen wir mal an, ich multipliziere, muss ich mal eben am Zettel gucken, 2i mit 3i. Ja, das haben wir schon definiert, was da rauskommt. 2i mal 3i sind 6i Quadrat. Ne? Und i Quadrat ergibt minus 1, also kommt da raus minus 6. Gut, verallgemeinere ich das mal. Ich multipliziere also eine komplexe Zahl, die nur aus einem Imaginärteil besteht, also eine komplexe Zahl AB, wo a gleich 0 ist, mit einer imaginären Zahl. Und bei eine komplexe Zahl ist dann imaginär, wenn der Realteil gleich 0 ist, also so wie hier vorne. Ja, und was kommt da raus? Da gucke ich jetzt mal, was bei unserem Beispiel rausgekommen ist. Also erstmal muss man sagen, da ist eine reelle Zahl rausgekommen. Ich kann also schon mal den Imaginärteil gleich 0 setzen. Ja, und wie ist die minus 6 rausgekommen? Indem ich die Imaginärteile, das sind b und d, multipliziert habe und ein Minus vorgesetzt habe. Ja, das Minus entstand durch i Quadrat. Also kann ich sagen, b mal d und ein Minus davor. Minus b mal d. Ja, das ist also schon mal eine zweite Forderung an unsere Formel.
Multiplikation imaginärer Zahlen muss durch diese Formel also nicht verletzt werden. Ja, das ist also jetzt die zweite Formel. Jetzt wische ich das mal ein bisschen weg. Und jetzt kommen wir zur nächsten Formel. Hier muss ich ein bisschen Platz machen. So, da schreibe ich mal hier 0 hin. Und hier 0 hin. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Formel. Ja, was muss diese Formel für die Multiplikation zweier komplexer Zahlen noch können? Mit der muss man eine reelle Zahl mit einer imaginären Zahl multiplizieren können. Also zum Beispiel die Zahl 3 mit der imaginären Zahl 4i. Ja, ja, was kommt da raus? 3 mal 4i hatten wir schon definiert als 12i. Und machen wir das wieder allgemein, so wie hier oben. Ich habe also eine Zahl, die ab, eine komplexe Zahl ab, die nur einen Realteil hat. Das heißt, der Imaginärteil b ist gleich 0. Oh, ein bisschen schöner malen. So. Dann multipliziere ich den mit einer komplexen Zahl cd. Bei der ist der Realteil diesmal gleich 0. Der Imaginärteil ist ja 4. Na, und was kommt da raus? Erstmal kann ich sagen, das Ergebnis, also hier in unserem Beispiel 12i, hat ja keinen Realteil. Also kann ich den schon mal gleich 0 setzen. Ja. Weiter kann ich sagen, das Ergebnis ist zustande gekommen, indem ich 3 mal 4 multipliziert habe. Also hier den Realteil und da den Imaginärteil. Oder allgemein a mal d. Ja, also wird das Ergebnis lauten ad. Gut, das ist also unsere dritte Formel. Die vierte Formel sieht so ähnlich aus. Und zwar multipliziere ich da nicht eine reelle Zahl mit einer imaginären Zahl, sondern eine imaginäre Zahl, wie zum Beispiel 3i, mit einer reellen Zahl, sagen wir mal 4. Ja, kommt wieder 12i raus, das hatten wir schon definiert. Machen wir es mal allgemein. Ich habe eine imaginäre Zahl, also eine komplexe Zahl, ist das, deren Realteil gleich 0 ist, und multipliziere die mit einer reellen Zahl, also einer komplexen Zahl, wo der Imaginärteil gleich 0 ist. Hier war der Realteil gleich 0, hier war ist der Imaginärteil gleich 0. Ja, und was kam da raus? Oder was kommt da raus? Da kommt wieder eine Zahl raus, die keinen Realteil hat. 12i ist ja eine imaginäre Zahl. Und das kam zustande, indem man hier den Imaginärteil, 3 ist der Imaginärteil, mit dem Realteil, also b mit c, multipliziert hat. Kommt also raus, bc. Ja, somit sind wir erstmal vorläufig fertig. Jetzt überlegen wir uns, was daraus folgert. Ja, wir wollen jetzt die Formel für die Multiplikation zweier komplexer Zahlen herleiten. Und wir hatten im vorigen Video gesagt, mit dieser Formel muss ich nicht nur zwei komplexe Zahlen multiplizieren können, sondern die Formel, die muss auch die Sonderfälle berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn ich zwei reelle Zahlen multipliziere, das war hier, dann muss dieses Ergebnis rauskommen. Ja? Also reelle Zahlen sind ja nur Sonderfälle der komplexen Zahlen, wo der Imaginärteil gleich 0 ist. Oder wenn ich zwei imaginäre Zahlen multipliziere, ja, das muss die Formel also auch können und da muss dieses Ergebnis rauskommen. Ja? Weil sonst würde sich ja das nicht, sonst würde sich da widersprechen mit den Formeln, die wir schon aufgestellt haben, für die Multiplikation zweier imaginärer Zahlen. Ja? Und die Formel muss auch eine reelle Zahl mit einer imaginären Zahl oder eine imaginäre Zahl mit einer reellen Zahl multiplizieren können. Und es müssen diese Ergebnisse rauskommen. Das haben wir ja schon festgestellt. Ja? Gut, dann fangen wir mal an, uns so eine Formel zu basteln. Also im Sonderfall 1 kommt im Realteil AC vor. Deshalb ist es wahrscheinlich, also wir machen erstmal einen Ansatz, dass in der Lösungsformel auch AC vorkommt. Ja? Das müssen wir noch überprüfen, ob sich das mit den anderen Fällen deckt. Aber wenn hier AC vorkommt, wird wahrscheinlich auch in der Lösungsformel, die für alle Fälle gilt, AC vorkommen. Im Fall 2 kommt im Realteil minus BD vor. Also wird in der Lösungsformel, die für alle Fälle gilt, wahrscheinlich auch minus BD vorkommen.
schreibe ich mal hin, minus BD. Ja, hier kommt im Imaginärteil AD vor. Also wird in der Lösungsformel für alle Fälle höchstwahrscheinlich auch AD vorkommen. Und hier kommt BC vor, also wird wahrscheinlich auch BC vorkommen. Gut, das war jetzt erstmal ein Ansatz. Die Formel müssen wir natürlich jetzt überprüfen, ob die für alle vier Fälle wirklich das richtige Ergebnis, das immer hier steht, liefert. Ja, wir wollen jetzt überprüfen, ob die Lösungsformel, die wir hier unten hergeleitet haben, für alle vier Sonderfälle die richtige Lösung bringt. Gut, fangen wir bei Fall 1 an. Hier werden zwei reelle Zahlen multipliziert. B und D, also die Imaginärteile, sind 0. Also schreibe ich überall, wo B oder D steht, eine 0 hin. So. Ja, was bleibt da stehen? Im Realteil bleibt nur AC stehen. Denn 0 mal 0 ergibt 0, also bleibt hier nur AC stehen. Ja, das steht hier auch. Also scheint die Lösungsformel für diesen Fall zu stimmen. Zumindest für den Realteil. Gehen wir mal zum Imaginärteil. Da steht A mal 0 plus 0 mal C. Das ergibt 0. Ja, steht auch hier oben. Also können wir sagen, in diesem Fall, im Fall 1, funktioniert die Lösungsformel. Die liefert also für den Fall 1 das richtige Ergebnis. Gehen wir zum Fall 2. Im Fall 2 ist A gleich 0 und C gleich 0. Also mache ich überall, wo A oder C steht, wieder eine 0 hin. So, das ist hier und hier. Und wir sehen schon wieder, dieser Summand wird 0, dieser wird 0, dieser wird 0. Bleibt also über im Realteil minus BD, habe ich auch hier stehen. Und im Imaginärteil bleibt 0 stehen, habe ich auch hier stehen. Also auch in diesem Fall liefert die Formel das richtige Ergebnis. Das war der Fall, wo zwei imaginäre Zahlen multipliziert wurden. Gut, gehen wir zum dritten Fall. Da wird eine reelle Zahl mit einer imaginären Zahl multipliziert. B und C sind 0, steht da. Also mache ich überall, wo B oder C steht, eine 0 hin. B, C, so. Und da sehe ich schon, im Realteil bleibt 0 übrig. A mal 0 ergibt 0, minus 0 mal D ergibt auch 0. Also eine 0 habe ich auch hier stehen. Und hier bleibt übrig A mal D, habe ich auch hier stehen. Also auch in diesem Fall liefert die Formel das richtige Ergebnis. Gut, dann kommen wir zum letzten Fall. Da wird eine imaginäre Zahl mit einer reellen Zahl multipliziert und da muss dieses Ergebnis rauskommen. Also A und D sind gleich 0. Da mache ich mal überall, wo A oder D steht, eine 0 hin. Und da sehe ich schon, der gesamte Realteil wird 0. Ja, das ist richtig. Und der Imaginärteil, da bleibt nur BC übrig, ist auch richtig. Also auch in diesem Fall liefert die Lösungsformel, die wir entwickelt haben, das richtige Ergebnis. Ja, wir sind jetzt am Ende vom Video und wir fragen uns, was haben wir erreicht? Wir haben also definiert, wie man zwei komplexe Zahlen miteinander multipliziert, nach dieser Formel. Und wir haben erreicht, dass die alten Rechengesetze erhalten bleiben. Also die alten Multiplikationen, die Multiplikation zweier reeller Zahlen oder zweier imaginärer Zahlen oder einer reellen mit einer imaginären bzw. imaginären mit einer reellen Zahl. Alle diese Multiplikationen funktionieren noch und die funktionieren nur deshalb, weil wir die Formel genauso definiert haben. Hätten wir die jetzt ganz anders definiert, also man kann ja eine Multiplikation auch ganz anders definieren, eine Multiplikation zweier komplexer Zahlen, dann hätte aber die Multiplikation reeller Zahlen zum Beispiel nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel 3 mal 4 ergibt ja 12 und wenn wir das hier anders definiert hätten, dann ergibt 3 mal 4 plötzlich minus 5000 i oder so. Also irgendein Blödsinn würde bei einer normalen Multiplikation rauskommen. Ja, und das sagt eben das Permanenzprinzip. Wenn man eine neue Multiplikation hier einführt, dann dürfen die alten Multiplikationen und die alten Rechengesetze dadurch nicht außer Kraft gesetzt werden. Denn sonst würde ja plötzlich die ganze Mathematik nicht mehr stimmen. Ne? Alles, was wir gelernt hätten, wäre außer Kraft gesetzt. Ja, und das sagt eben das Permanenzprinzip.
Und das haben wir auch eingehalten, eben weil wir auf diese alten Multiplikationen Rücksicht genommen haben. Gut, man müsste jetzt noch Folgendes machen, um das Permanenzprinzip vollständig einzuhalten. Man müsste beweisen, dass diese Multiplikation kommutativ, assoziativ und distributiv ist. Und man müsste noch ein neutrales und inverses Element finden. Das machen wir allerdings nicht in dem Video. Wir sind jetzt erstmal am Ende und ich verabschiede mich.